Hallo meine Lieben, schön euch mal wieder zu sehen oder schön, dass ihr mich mal wieder seht. Ja, ich glaube, das ist jetzt fast schon eine Woche her, dass ich das letzte Video online gestellt habe von uns. Und ich habe gedacht, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, was bei uns ja, die letzten Tage so passiert ist. Und wie ihr gemerkt habt, nicht ganz so viel, sonst hätte ich schon mal wieder schneller ein Video eingestellt, aber. Ja, was war bei uns so los? Ich habe mit der Schule hier telefoniert, also, oder wo fange ich am besten an? Was haben wir eigentlich die letzten Tage gemacht? Wir waren viel bei meiner Familie natürlich, haben da zusammengesessen, dass meine Eltern und Aid sich natürlich auch dann jetzt auch persönlich kennenlernen. Sie kannten sich ja übers Telefon, über Videochat, aber halt noch nicht persönlich, ne? Und ja, wir haben uns getroffen, waren dann dort, haben Kaffee getrunken, geschnackt, geredet, soweit es natürlich möglich ist, ne, mit den Sprachkenntnissen, weil meine Eltern sprechen kein Englisch und Aid noch nicht ausreichend Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, so, ne? Man merkt, ob man sich versteht oder nicht. Ja, dann waren wir das ein oder andere Mal unterwegs zum Shoppen, weil ich war zwar gut vorbereitet auf Eid, aber ja, die Hosen, die ich gekauft habe, ich hatte ja Jeanshosen gekauft, alle eine Größe, aber unterschiedlicher Schnitt, wie soll es auch anders sein? Und drei von den fünf haben nicht gepasst. Das heißt, wir waren dann nochmal unterwegs in verschiedenen Läden und haben nochmal nach T-Shirts und Hosen und so das Übliche, was man halt so braucht, ne? Socken geschaut. Ja, dann habe ich jetzt vor kurzem einen Anruf bekommen von meinem, ja, von meiner Gemeinde. Also was man machen muss, ist ja, dass der Partner angemeldet wird hier oder was er machen muss eigentlich, ne? Also was wir gemeinsam hier machen, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Ich helfe ihm da noch viel, weil es einfach von der Sprache her noch nicht reicht. Deswegen kümmere ich mich so um das Bürokratische. Und ich hatte, bevor ich in Urlaub geflogen bin, habe ich soweit alles vorbereitet für meine Gemeinde, dass sie hier dann direkt am 4. mit der Einreise die, ja, Meldebescheinigung fertig machen können. Also wenn ihr euren Partner nach Deutschland holt, oder er nach Deutschland kommt, um mit euch hier in Deutschland zu leben, dann ist der erste Schritt erstmal, nachdem er in Deutschland eingereist ist, dass er eine Meldebescheinigung braucht, ne? Er muss ja irgendwo wohnen oder gemeldet sein. So, und dafür hatte ich vor meinem Urlaub, ich fange da mal ganz von vorne einfach an, hatte ich vor meinem Urlaub schon mit der Gemeinde hier gesprochen und gefragt, was braucht ihr eigentlich alles von mir? Und dann haben sie mir erklärt, sie brauchen eine Wohnungsgeberbescheinigung. Dann war noch so ein Papier, sie hatte mir beide Namen genannt, muss ich nochmal nachgucken, wie das andere Papier heißt. Und dann ein Foto vom Visum, weil hier läuft momentan alles aktuell noch über, ja, erstmal online, ne? Also oder über Brief und wie soll ich sagen, über Kopien erstmal so. Die bereiten alles vor und man bekommt dann später einen Termin, weil sie sind immer noch im Corona-Modus. Und ja, genau, das habe ich dann alles vorbereitet, also Kopie vom Pass. Die erste Seite, wo das Foto drauf ist und die ganzen Daten von ihm. Dann ein Foto vom Visum. Wohnungsgeberbescheinigung und wie gesagt, das ist noch so eine zweite Bescheinigung, die man braucht. Habe ich jetzt aber gerade den Namen vergessen, das kann euch aber die Gemeinde, euer Servicebüro oder euer Landkreis sagt euch, was ihr, wie das genau heißt und sagt auch die, wo ihr die Formulare bekommt. Das müsst ihr alles ausfüllen. Dann habe ich noch die Bestätigung vom Mietvertrag mit beigelegt oder beziehungsweise vom Vermieter, dass er einverstanden ist, dass Aid hier mit wohnt, weil sie gucken ja natürlich auch drauf, so wie die Ausländerbehörde auch. Ob die Wohnung groß genug ist für zwei. Ne? Also wenn es eine 30 Quadratmeter Wohnung ist, für zwei habt ihr Schwierigkeiten, dann eine Bestätigung zu bekommen, dass ihr hier zu zweit wohnen dürft.
Bei mir, ich habe hier 80 Quadratmeter, es ist kein Problem, zu zweit zu wohnen. Von daher hatte ich die Bescheinigung und die brauchte ich auch für die Ausländerbehörde. Von daher war das, also die Gemeinde hat sie nicht extra angefordert, sondern ich brauchte die tatsächlich für die Ausländerbehörde bei mir. Und ich habe sie dann einfach halt mit eingereicht bei der Gemeinde, damit die das gleich sehen und Bescheid wissen, so. Und das Ganze hatte ich Mitte September noch bei meiner Gemeinde hier abgegeben. Und die hatten mir gesagt, sie legen sich das auf Termin, weil sie die Sachen erst einarbeiten können, wenn die Person eingereist ist hier in Deutschland. Habe ich gedacht, naja, dann geht es ein bisschen schneller, reiche ich das vorab schon mal ein. Und dann arbeiten sie das ab, wenn der 4. Oktober ran ist, dann können sie das quasi so direkt bearbeiten. Ja, und ich hatte dann auch gefragt, wie lange es dauert, so mit Terminen. Und ja, sagt sie, wir haben jetzt so 3, 3,5 Wochen Vorlauf, bis man die Papiere bekommt. Das heißt, sie hat jetzt schon mal alles ein oder arbeitet alles ein. Und dann muss man nochmal persönlich hin, um den Originalpass vorzulegen mit dem Originalvisum. Das müssen sie sich nochmal im Original angucken. Und dann bekommt man erst die Meldebescheinigung ausgehändigt. So ist es jetzt aktuell bei mir. Und sie hat tatsächlich letzte Woche angerufen, am Dienstag. Letzte Woche Dienstag, heute ist Samstag. Diese Woche Dienstag. So, jetzt heute ist Samstag, der, mal eben kurz überlegen, der 11., glaube ich, der 11. Oktober. Und die Dame hat am Dienstag angerufen und gesagt, so, ich habe das hier fertig. Sie müssen jetzt noch zum Termin vorbeikommen und eben den Pass vorzeigen. Ich sage, gute Frau, ich bin direkt vor der Tür, ich kann abbiegen und dann bin ich in 2 Minuten bei Ihnen. Und dann sagte sie, ja, nee, die verlassen hier gerade alle fluchtartig das Büro, also sie haben Feierabend. Wir machen da mal einen Termin. Und ich so, ach, schade, hätte ja klappen können. Nicht so in meinem jugendlichen Leichtsinn und Charme. Und ja, ich sage, wann ist denn der nächste freie Termin? Ja, der nächste freie Termin ist jetzt der 4. November. Also in 3 Wochen. In 3 Wochen können wir dann hingehen zu unserer Gemeinde, das Papier abholen. Ohne das Papier könnt ihr hier fast gar nichts machen. Das ist wirklich echt eine Katastrophe. Ohne Meldebescheinigung kann man ja nicht groß irgendwie was beschicken, sage ich mal. Ne? Man kann kein Bankkonto eröffnen, weil braucht man Meldebescheinigung und Aufenthaltstitel als Ausländer. Ne? Ohne Meldebescheinigung kriege ich noch keinen Termin bei der Ausländerbehörde. Darauf warten wir nämlich auch noch. Erzähle ich auch gleich noch was zu. Dann waren wir bei der Bank, haben mal gefragt, was brauchen wir eigentlich alles, um ein Konto zu eröffnen? Ja, Meldebescheinigung und Aufenthaltstitel. Das heißt, auch das können wir momentan noch nicht machen. Und ja, Krankenversicherung, Eid ist familienversichert über mich, da er noch kein eigenes Einkommen hat. Und solange er nicht mehr als 450 Euro im Monat verdient, bleibt er auch erstmal familienversichert über mich. Und ansonsten hätte er dann eben seine eigene Versicherung. Aber nun ratet mal, was geht nicht? Ohne Meldebescheinigung bekommt man momentan keine Krankenversicherungszusage. Ich hatte dann auch das schon mal vorbereitet. Ich hatte auch mit der Krankenversicherung schon mal gesprochen. So und so sieht's aus. Und die hat mir dann erklärt, was sie alles brauchen. Unter anderem halt auch die Meldebescheinigung. Jetzt habe ich gedacht, so Meldebescheinigung dauert. Ich versuche es einfach mal. Als wir eingereist sind, habe ich dann meinen ganzen Wust an Unterlagen genommen, den ich für die Dame schon vorbereitet hatte, habe ihn hingeschickt und in der Hoffnung, da kommt dann eine Rückmeldung von ihr, habe einen Zettel beigelegt, Meldebescheinigung reiche ich nach. Daraufhin hat sie mich angerufen. Das ist übrigens der nächste Step, dass ihr dann gegebenenfalls eine Familienversicherung, dass ihr euer Mann mitversichert bei euch, ne? Ja, daraufhin hat mich die nette Dame von meiner Krankenversicherung angerufen und sagte, ohne Meldebescheinigung kann ich ihn noch nicht einstufen hier. Und ich sage, ja, habe ihr dann die Situation erklärt. Ich sage, es ist ja so, Aid möchte sich, also mein Mann möchte sich gerne impfen lassen und wir können weder zum Arzt noch irgendwas machen, weil wir keine
Krankenversicherungskarte jetzt haben, ne? Wir haben zwar eine Auslandskrankenversicherung, natürlich, wie jeder, der hier einreist, aber die muss ja auch erstmal in Vorkasse bezahlt werden. Und ich weiß auch nicht, wenn er jetzt hier gemeldet ist, ob sie dann überhaupt noch greift, weil er ist ja gar kein Tourist mehr quasi, sondern er lebt ja hier dann in Deutschland. Ja, und dann hatte ich ihr das erzählt. Ich sage, bei meiner Gemeinde ist es so, das dauert alles eine Weile, die arbeiten das ein und bis ich dann wahrscheinlich einen Termin bekomme, dauert so 3 Wochen. Ich sage, es ist alles immer noch Corona-Modus hier und es dauert alles so ewig. Und sagt sie, was, so lange? Ich sage, ja. Ich sage, in 3 Wochen frühestens, also wusste ich den Termin noch nicht, weil da hatte die Dame von der Krankenkasse hatte vormittags angerufen, hatte ich ihr die Situation geschildert, dass ich erst im September schon mit denen gesprochen hatte und sie mir das dann halt so erzählt haben, dass das so lange dauert, also sie 3 Wochen Vorlauf haben für einen Termin. Und die sagt, also, sie kann das nicht mehr verstehen. Und also wir haben uns ganz nett unterhalten und waren echt auf einem Nenner, die nette Dame von der Krankenversicherung und ich. Und sie war dann so lieb, sie sagte, ja, ich brauche einen Nachweis, dass er eingereist ist. Und dann haben wir gesagt, naja, er musste ja die digitale Einreiseanmeldung machen. Ich sage, ich habe noch das Flugticket selbstverständlich von ihm. Und ja, neben dem Flugticket eben auch noch diesen kleinen, kennt ihr ja, Boarding Pass da, ne? Diesen Schnipsel, weil den großen Teil haben sie da behalten. In Ägypten behalten sie immer den großen Teil und man kriegt dann nur diesen kleinen Abschnitt, aber das habe ich ja alles da. Und dann hat sie gesagt, sie spricht mal mit ihrem Chef, was man da machen kann und am Abend. Erst hat mich dann die Gemeinde angerufen wegen der Terminabstimmung und danach habe ich dann die E-Mail von meiner Krankenkasse bekommen, dass sie ausnahmsweise das so machen mit den Daten und mit den Papieren, die ich halt geschickt habe. Das geht halt nur um den Nachweis wirklich, dass er tatsächlich jetzt hier in Deutschland ist. Und sie machen das jetzt erstmal über die Papiere, die ich zugesandt habe. Und die Meldebescheinigung muss ich natürlich nachreichen. Aber wir haben jetzt eine Bestätigung bekommen, mit der wir schon mal zum Arzt gehen können, damit Aid dann ja Untersuchungen und Impfungen und alles Mögliche halt machen lassen kann. Ne? Und da kommen wir gleich zum nächsten Stichwort und zum nächsten Punkt. Genau, jetzt habe ich, weil die Dame wirklich nett war und uns da sehr geholfen hat, haben wir die Bescheinigung für den Doktor. Das heißt, wir können jetzt auch zum Hausarzt, weil eine Impfung, bei den Impfzentren brauchte man ja keine Versicherungskarte. Aber beim Hausarzt kommt man ohne Versicherungskarte ja gar nicht durch die Tür, hätte ich fast gesagt. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Da wird man nicht von zum Arzt vorgelassen, ne? Außer man zahlt halt selbst. Und das sehe ich einfach nicht ein, weil ich habe die Versicherungsnummer und von daher, ja, aber alles gut gegangen. Wir haben jetzt direkt schon Termine gemacht. Das heißt, nächste Woche Dienstag bekommt Date seine erste Corona-Impfung. Und jetzt muss ich mal überlegen, 3 Tage später am Freitag haben wir dann Termin zur Allgemeinuntersuchung. Da hatte ich mit meiner Ärztin schon drüber gesprochen. Mir war das wichtig, weil die Ägypter gehen nicht oft zum Arzt. Das wisst ihr, glaube ich, selbst auch. Alleine auch schon von den Kosten her. Ne? Es ist halt einfach, Arzt zum Arzt gehen kostet Geld. Und deswegen habe ich dann auch mit Date gesprochen. Ich möchte halt einfach für ihn zur Sicherheit und auch für uns oder für uns beide oder einfach mal zu gucken, ist alles in Ordnung? Ist er gesundheitlich fit oder ist irgendwie was? Also jetzt nicht, dass ihr denkt, so wie beim Viehkauf oder so, jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt haben wir ihn schon 3 Jahre getestet und gekauft oder vor 3 Jahren gekauft, jetzt müssen wir nochmal einen Gesundheitscheck machen. Nein, sondern wirklich einfach mal so eine allgemeine Untersuchung, ob vom Blutbild her alles in Ordnung ist, ob er irgendwo was, sag ich mal, Vitaminmangel hat oder keine Ahnung, solche Dinge. Ne? Also halt einfach allgemein, er hat so das eine oder andere kleine Zipperlein, hätte ich fast gesagt. Also er hat hier so eine Pigmentstörung, die ihn wahnsinnig stört. Da will ich mal mit der oder wollen wir mal mit der Ärztin drüber sprechen.
wie weit es da Möglichkeiten gibt, ihm damit zu helfen, dass man das ganz wegbekommt und solche Geschichten. Und ja, da müsste man auch mal schauen, was hat er, kann man vielleicht am Blutbild auch sehen, was er an Impfungen schon hat, wo muss er Auffrischung haben. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er Tetanusimpfung bekommen muss extra und Grippeschutz werden wir mal schauen. Das werde ich aber, werden wir alles mit der Ärztin dann besprechen. Und ja, dann Zahnarzt ist der nächste Termin. Den müssen wir jetzt noch vereinbaren. Also da werde ich dann wahrscheinlich mit ihm. Ich gehe mal davon aus, dass er auch zu meinem Zahnarzt gehen wird nach Bremen, zu Dr. Feurich. Und ja, da werde ich mal gucken, dass wir dann da auch noch einen Termin bekommen. Genau, das sind so jetzt die nächsten Steps, die wir uns vorgenommen haben oder die jetzt gerade laufen. Und ja, viele haben mir gesagt, ganz wichtig, er muss jetzt Deutsch lernen, keine Frage. Deswegen haben wir uns da auch nochmal hintergeklemmt. Auch jetzt unabhängig davon, ob die Ausländerbehörde ihm das als Auflage macht oder nicht. Zur Ausländerbehörde kann ich gerade nochmal sagen, also wir warten aktuell noch auf einen Termin, dass wir vorbeikommen können, um eben den Aufenthaltstitel zu beantragen. Das dauert halt hier leider auch immer alles etwas länger. Und ich hatte von der lieben Soraya den Tipp bekommen, fragt doch einfach mal bei der Schule nach, ihr braucht nicht unbedingt den Berechtigungsschein. Ich hatte es immer so verstanden, war vielleicht auch ein Missverständnis, dass man den Integrationskurs nur anfangen kann, wenn man diesen Berechtigungsschein hat. So hatte ich es verstanden. Dem scheint aber nicht so, sondern dieser Berechtigungsschein ist wohl dafür da, wenn man den Kurs innerhalb einer gewissen Zeit schafft, dass man dann vom BAMF die Hälfte der Kosten erstattet bekommt, wenn man den selbst zahlt und nicht so oder so schon gefördert bekommt. Es gibt ja gewisse ja, Gruppen oder wie sagt man das? Also es gibt bestimmte Menschen, die wenig verdienen oder die bestimmte Leistungen beziehen, die den Kurs halt vom BAMF bezahlt bekommen und bei denen, die eben keine Leistung beziehen, ist jetzt wirklich wertungsfrei, sondern wirklich rein informativ nur. Da besteht die Möglichkeit, also man muss selbst bezahlen. Der Kurs kostet bei uns jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, pro Monat und beziehungsweise pro 100 Unterrichtseinheiten 220 Euro. Das ist so 220 Euro im Monat, kann man so grobe Richtung sagen. Und der gesamte Kurs selber, also sind 700 Stunden, 700 Unterrichtseinheiten hat man mir gesagt. Und dann liegt man preislich bei 1500, ich glaube 60 Stunden hat er, Euro hat er gesagt, oder 1540 Euro. Also 1500 und ein bisschen Euro, die man für diesen gesamten Integrationskurs aufbringen muss, ohne Alphabetisierungsteil, ne? Der Alphabetisierungsteil, das wäre nochmal, wenn jemand zum Beispiel gar nicht schreiben kann. Dann gibt es nochmal, ich glaube, auch 100 Unterrichtseinheiten, wo man dann das Schreiben lernt. Und ja, da, wie gesagt, und ich bin immer davon ausgegangen oder ich hatte das so verstanden, dass man diesen Integrationskurs nur machen kann, wenn man ihn als Auflage quasi bekommen hat. Und das habe ich missverstanden. Also den Integrationskurs kann man wohl grundsätzlich machen. Wenn er Auflage ist, dann hat man die Möglichkeit, eben wenn man den innerhalb einer gewissen Zeit, wie lange, wie schnell, weiß ich jetzt nicht, habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, wäre dann interessant, wenn weil den Kurs bestanden hat, dann würde ich mich damit weiter auseinandersetzen. Dann kann man sich die Hälfte der Kosten zurückholen quasi. So, und wenn man diesen Berechtigungsschein nicht hat, dann kann man dieses Modul, wenn man schon gestartet ist jetzt, nicht mit abrechnen quasi. Dann würde man von diesem Modul, das zahlt man dann komplett selbst und bekommt dann nicht die Hälfte wieder, wenn man es recht, also wenn man es dann schnell genug in den Vorgaben geschafft hat. Ja, diesen Tipp habe ich von der lieben Soraya bekommen. Und
Vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt haben wir uns halt nochmal intensiver dahinter geklemmt bei der Schule. Ich hatte ja vorher schon mal nachgefragt, wie das überhaupt abläuft und ob es noch Kurse gibt aktuell. Und weil im Programmheft selber stand nichts drin. Und dann habe ich da den Zuständigen angefragt und er sagte, nee, es liegt daran, dass man erst gucken muss, welches Sprachniveau vorliegt, um dann zu gucken, in welche Gruppe, wo hat jetzt gerade ein Kurs gestartet oder wo startet dem nächsten Kurs, ist da noch ein Platz frei oder nicht? Und ja, genau. Und dann das hatte ich im August schon mal angefragt und jetzt habe ich nochmal nachgefragt, weil ist ja jetzt Eid ist hier in Deutschland und wir wollen natürlich auch gerne die Zeit nutzen, dass er schon mal anfängt zu lernen, beziehungsweise noch intensiver lernt. Ist ja nicht so, dass er hier nicht lernt. Also er lernt jeden Tag zu Hause verschieden über YouTube-Videos. Wir haben den Unterricht mit Ahmed Suleiman von 1001 Arabisch. Er gibt ja auch Deutschunterricht für Ägypter. Damit lernt Date. Wir haben verschiedene Bücher, wo er mitlernt und all solche Sachen. Also ich lerne auch mit ihm, indem ich halt auch mit ihm Deutsch spreche, viel Deutsch spreche.